Das war echt gut. Da musste ich jetzt echt nicht gegen kämpfen. Das ist, wie soll ich sagen, eine Erleichterung. Obwohl ich doch einiges abbekommen habe, natürlich. Aus eigener Schuld. Ich sollte dieses Zurückstoßen vielleicht irgendwie mal rausbekommen. Weil das total unsinnig ist. Und irgendwie. Ich immer noch, dass ich irgendwas finde mit einer Menge Elektroschadenschutz oder Schock. Ich kann nicht noch mehr tragen. Oh. Okay. Naja, Dreizack kann ich nicht mehr tragen. Vielleicht kann ich aber noch andere Dinge mitnehmen, die man hier vielleicht findet. Gold. Ich bin überladen. Oh, Zepter nicht mehr. Ah, eine Keule auch nicht. Aber Bolzen ich kann nicht noch mehr tragen. Ah, stimmt. Pfeile und Bolzen sind ja auch 3 hoch. Habe ich ganz vergessen. Naja, gut. Kommt auch Guten mal Abend. Vor. Kommt auch mal vor. So, 12 Schlüssel. Hier haben wir einen. Verstärkter Schaden auf Schlagzauber. Naja, danke, nein. Das muss dann auch wieder nicht sein. Okay, endlich kann ich wieder Geld ablegen. ob das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil ist, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt nämlich irgendwas sehe, was ich unbedingt haben will, und ich habe nicht genug Kohle dafür, dann wird mich das sicher ärgern, aber hey, was soll's. Ich habe die Kohle für was Gutes ausgegeben. Ach. Und dass ich so viel geflüstert habe. Dachte ich mir doch, dass das ein starker war. Das hätte ja gar nicht anders sein können. Und ich glaube, da vorne ist wieder eine magische. Eine magische Truhe. Mal sehen, was da alles rauskommt. Irgendein Stab. Ich bin als überladen. Hauptteil. Ne? Ich kann nicht noch mehr tragen. Wow. Wieder einmal ganz voll. Moment, ich könnte noch die Rune nehmen. Okay, ja. Direkt wieder raus zum Verkaufen. Ich könnte auch. Was haben wir hier überhaupt? Okay. Habe ich die schon? Ich glaube, ich habe sie schon. Ist aber wurscht. Ja, doch. Habe ich schon, aber wenn ich die kombiniere. Hallo? Also als Doppel nehme, wäre das schon mal ein absoluter Oberhammer, weil das wirklich nicht so ohne ist. Ich meine, dann hätte ich 100 Angriffsbonus und 150% Schaden gegen Untote. Also schon ausgesprochen viel Schaden. Das wäre echt cool. Dieser Stab, noch ein Stab, Zweihandschaden.
Langsam. Also irgendwas, womit ich gar nicht unbedingt kann. Vielleicht Paladin oder er macht so ein bisschen mit irgendwelche Krieger. Nee, müsste ja eigentlich Paladin oder Magier sein. Fallen gelassen. Da hätte ich aber mit mehr gerechnet. Naja, was soll's. Axt und leichter Heiltrank, das geht schon. Da haben wir eine Kurve und noch eine und noch eine. Aber da wird auch nicht fallen gelassen. Allerdings ist die eine Urne in Flammen aufgegangen. Oh, war das knapp. Oh, 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 oh. Wow. Damit hatte ich jetzt dann doch nicht gerechnet. Gesund fühle ich mich, das ist schön. Ich bin überladen. Ja, das kann gut sein. Diesmal haben wir ein paar teure Gegenstände dabei. Vielleicht sogar einen neuen Bogen für meine Begleitung. Das wird sich jetzt gleich herausstellen. Das ist nichts Besonderes. Schaden an Untoten. Erhöhter Schaden, maximaler Schaden, Angriffswert, Trefferfahren. Das Monster zur Flucht 12%. Wieso nicht? Einholen werden wir sie trotzdem am Ende. Also, das ist nicht das Problem. So, du kommst raus. Du kommst raus. Ich will einen gut durchsortierten Zaubertrank. Gürtel haben. Okay, Inventar und meine Begleiterin. Ach so, ich habe hier abgesaugt. Das, Danke. 1528. Danke. Danke. Ah, was soll's. Verkaufe ich den mit den gesockelten. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Manchmal muss man einfach mal Neuanschaffungen machen. Das ist. Naja, ich find's okay. Vielleicht wird's ja auch gleich der Langbogen. Wer weiß. Wenn der zweifach gesockelt ist oder so, dann kann ich da zwei Runen reinpacken. Wäre schon nicht schlecht, das Ergebnis, würde ich wetten. Oh, oh. Ja, ich fürchte kein Gift mehr. Mann, ist das cool. Naja, gut, wahrscheinlich wurde nur der Giftwiderstand erhöht. Oder ich fürchte tatsächlich kein Gift mehr, wer weiß. Wer weiß, vielleicht ist es tatsächlich so, dass ich. Ich kann nicht noch mehr tragen. Junge, Junge. Oh Gottchen, nee, oder? Und doch. Guten Tag. Schon wieder alles voll. Seid gegrüßt. Erhöhter Schaden, Angriff führt. Naja. Kann ich eh nicht benutzen. Nichts Besonderes. Habe ich eh schon. Oder ist doch ein ledierter, ja. Wollte ich mal sagen. Ist ja sonst falsch gelesen. Ah, einen Schlüssel habe ich jetzt auch.
Ach Gottchen, nee, das ist egal. Das ist mir jetzt echt egal mit den Schlüsseln. Wenn ich dann meine Truhe nicht aufkriegen sollte, habe ich halt Pech gehabt. Na, guck mal eine an, die gehen trotzdem auf. Ach ja, jetzt verschlossen. Ja. Ja, doch ärgerlich. Ja, schon, doch, es ist irgendwie ärgerlich. Was noch irgendwie komisch ist, ich habe jetzt nichts Besonderes gefunden gehabt. Keinen besonderen Gegenstand. Obwohl, die Schriftrolle, die habe ich ja woanders bekommen. Das... Da oben war der weitere Weg. Ah ne, falsch, ich muss ja hier entlang. Der weitere Weg. Das ist ja jetzt mal das Interessante für mich. Weil ich muss ja jetzt einfach in die, auch in die nächste Wüste. Oder in die nächste Ebene. Die verdorrten Hügel. Okay, diese, der Frostschaden, den ich irgendwie verteile, scheint ziemlich gut zu wirken bei denen. Tja. Okay, die haben auch was Magisches. Nein, das sind diese Explosionen, das sind diese Knalltränke. Hätte nicht gedacht, dass sie so gut am Ende funktionieren, dass die eben doch so viel Schaden anrichten. Eine Sekunde. So schnell kann es gehen, einen Haufen Gegner zu vermöbeln. Oh, schade, ausgerechnet jetzt löst der Blitz aus. Das hätte ich mal anders gebrauchen können. Jetzt finde ich unbedingt hier, sondern gerade eben gegen die große Meute. Da habe ich auch Angriffe ausgeteilt. Da hätte die wahrscheinlich, hätte es schon längst mal irgendwie funktioniert haben müssen. Ich kann nicht noch mehr tragen. War schon klar, dass das jetzt langsam wieder knapp wird. Da sind die Wurfäxte. Wurfäxte kann ich nicht mehr tragen. Tja. Gut, dann bleibt ein Weilchen und hör zu. Guten Tag. Na? Was haben wir denn? Magieschaden reduzieren. Er braucht schon so einen Schwachsinn. Sollen sie mich mit ihrer Magie erwischen? Klein kriegen sie mich damit. Wenn sie nicht mit 20 Leuten auf mich ballern. Eher schlecht. Von daher habe ich damit jetzt kein Problem. Da ist noch eine Höhle und hier ist eine Treppe. Komisch gelb eingezeichnet auf der Karte, aber... Immerhin ist es eingezeichnet. Gut. Durchsuchen wir mal diese Höhle. Okay, hier hängen anscheinend Dinge an der Decke. Ich bräuchte mal ein bisschen abgesaugtes Leben. Ach, hier ist so ein komischer Leute-Wiederbeleber. Muss man ja echt aufpassen. Ach, das war meine... ich habe nur die... Oh Mann, ich habe nur die Haare gesehen und habe gedacht, das wäre so ein Skelett mit rotem Schädelknochen, aber... Naja,
Hat trotzdem